Hallo ihr Lieben, heute präsentiere ich euch meine Dezember-Favoriten und somit natürlich auch weihnachtliche Favoriten. Das Ganze ist eine Kooperation, eine Videokooperation mit der lieben Claudia von Lebensgefühle und Andrea von Anti-Sparkles und die Videos von den beiden verlinke ich euch am Ende dieses Videos und lohnt sich dran zu bleiben, weil es gibt bei mir und bei den beiden was Cooles zu gewinnen. Ja, und ich fange jetzt mal an mit meinen Favoriten. Ich glaube, es sind etwa 10 geworden, die ich mir jetzt ausgesucht habe, um sie euch zu präsentieren. Ja, als erstes hätten wir hier ein ganz, ganz tolles Paar Winterschuhe. Denn wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Blog lest, ich bin total die Frostbeule und ich hasse es zu frieren. Und da kann ja das passende Schuhwerk nicht fehlen. Daher habe ich mir hier diese hier von Toms für euch ausgesucht, die ich euch zeige. Die sind nicht nur hier von außen schön kuschelig anzuschauen, sondern die sind eben auch innen gefüttert. Das sieht man hier ganz schön. Und ich hatte die auch schon ein paar Mal draußen an, obwohl es ja zugegebenermaßen noch nicht so kalt war draußen, aber die Füße blieben sowas von warm, also wirklich perfekt für die kalten Wintertage. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Ja, weiter geht's mit einem unverzichtbaren Accessoire für die Winterzeit. Ich habe wirklich immer sehr, sehr trockene Hände, auch im Sommer tatsächlich. Ja, die sehen dadurch irgendwie auch immer ein bisschen mitgenommen aus, egal wie viel ich sie eincreme. Aber ich habe jetzt eine Handcreme gefunden, die wirklich sehr, sehr gut dagegen hilft. Die hat auch eine etwas andere Struktur als die meisten Handcremes, die ja doch sehr, sehr, sehr schnell einziehen und dann eben nur einen kurzzeitigen Pflegeeffekt haben. Und das ist hier von Neutrogena, diese Handcreme. Kam euch bestimmt auch schon mal im Laden entgegen. Ja, das ist eben auch von Dermatologen entwickelt und das bedeutet, es ist auch so eine medizinische Hautpflege, eben nicht nur so ein Drogerieprodukt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Textur erkennen könnt, aber ich mach's mal auf. Und zwar ist die so ein bisschen gelartig, also durchsichtig, lässt sich aber trotzdem gut verteilen und die Konsistenz wird eben, wenn man sie aufträgt, auch cremig. Und der Effekt bleibt lange bestehen, das heißt, man merkt den Schutz wirklich länger als zum Beispiel bei Handcremes, die eben sehr, sehr leicht sind, sehr schnell einziehen und wo die Wirkung dann quasi nach 10 Minuten schon beendet ist. Ich sehe ja immer viele, auch in der Uni oder so, die sich wirklich alle 10 Minuten die Hände eincremen und das ist hier eben nicht der Fall, kann ich euch empfehlen. Mein zweiter Dezember und somit auch Weihnachtsfavorit. Ja, wo wir schon bei Pflege sind, habe ich noch ein paar tolle Pflegeprodukte für euch, für die im Winter ja sicherlich angeschlagene Haut. Und zwar für das Gesicht. Gerade wenn man natürlich auch so langsam Mitte 20 wird, muss man da ja ein bisschen intensiver pflegen. Und da habe ich jetzt hier die BB-Pflegereihe für euch. Die ist ganz neu. Das ist von Baby More und sieht so aus. Und die ist wirklich super gut. Also erstmal schminke ich mich ja natürlich jeden Abend ab. Dazu benutze ich sowohl hier diese sensitive Reinigungsmilch. Die mache ich mir einfach auf dem Wattepad, trage das dann eben auf und es geht wirklich super gut das Make-up ab. Auch das Augen-Make-up eben gerade hier bei so einem krassen Lidstrich. Ja, ohne Probleme und die Haut ist danach auch nicht gereizt oder so. Danach kommt dann das pflegende Waschgel drüber, um wirklich die letzten Reste nochmal zu entfernen. Und zum Schluss creme ich mich dann eben noch ein und zwar hier mit der reichhaltigen Feuchtigkeitscreme. Das passt alles ganz gut zusammen. Die Creme ist auch schon ganz gut aufgebraucht, wie ihr seht. Also die ist wirklich super und gerade für den Winter so ein schönes Komplettpaket für die Gesichtshaut. Dann geht es weiter mit einem kleinen Kosmetikprodukt und zwar hier dieser Eyeliner von Makeup Factory. Das ist so ein kalligraphischer Eyeliner. Der war in der Bloggerbox drin, die in meinem letzten Video ich zusammen mit Carsten ausgepackt habe. Und ja, der Lidstrich ist auch mit diesem Eyeliner gezogen. Das ist eben, kann man sehr, sehr genau mitarbeiten, da die Spitze sehr fein ist und quasi malt wie so ein ganz dünner Stift. Also wirklich so, wie man sich diese Kalligraphie-Stifte vorstellen kann. Also man kann wirklich sehr, sehr präzise damit arbeiten und es bringt schöne Ergebnisse und man vermalt sich auch nicht so schnell. Man muss eben natürlich ein bisschen mit üben, wie das mit jedem Eyeliner so ist, aber ich bin wirklich angetan, begeistert und kann euch diesen kalligraphischen Eyeliner von Makeup Factory nur ans Herz legen. Ich finde es wirklich cool. Und warum ich den jetzt in meinen Dezember-Favoriten dabei habe, eben weil zu einem Weihnachtslook ganz oft ja einen Lidstrich gehört und rote Lippen und so. Und
Man sucht natürlich auch oft nach dem perfekten Eyeliner für den perfekten Lidstrich. Daher meine Empfehlung. Ja, es geht auch gleich weiter in der Beauty-Reihe. In der Reihe mit den Beauty-Produkten, und zwar mit diesen beiden Essie-Lacken hier. Das sind einmal Island Topping und Virgin Snow. Virgin Snow ist aus der aktuellen Limited Edition. Und ja, ich fand die Farbe einfach total schön, weil es ist einfach sehr zart, weihnachtlich, wie die Farbe schon heißt. Virgin Snow, der erste Schnee sozusagen, passt ganz gut zu einem weißen Outfit oder einem pastelligen Outfit, würde ich sagen. Ja, passend zum Dezember. Und die Farbe hier, finde ich eben, lässt sich zu vielem richtig gut kombinieren. Die ist auch gerade hier auf den Nägeln drauf, passt eben zu allem, ob ich jetzt was Schwarzes anhabe, ob ich was Weißes anhabe, eben was Rotstichiges oder auch was mit Grau, wie man das eben im Winter häufig trägt, eher so die etwas tristeren, vielleicht gedeckteren Farben. Das ist zwar keine knallige Farbe, die das jetzt unbedingt so mega aufpeppt, aber dann doch ein Hingucker. Und ich bin ja sowieso nicht so der Fan von knalligen Farben, ob jetzt im Winter oder im Sommer, ist eigentlich egal. Ja, da finde ich beide Farben eben sehr schön für den Dezember, an Silvester, an Weihnachten, wie auch immer. Was an Weihnachten natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Adventskalender. Ich habe den hier von Six zugeschickt bekommen und habe mich da wirklich sehr drüber gefreut. Da sind richtig süße Schmuckstücke drin, eben Ohrringe, also Ohrstecker, Ringe, Ketten, Armbänder. Was ich auch besonders cool finde an der Stelle, ich trage ja nicht so gern Gold und hier ist auch jetzt die ersten Tage sehr viel Gold drin gewesen. Aber jetzt so langsam kommt auch Silber, wie ich sehe, und da freue ich mich sehr drüber. Und auch das Motiv hier, wenn man das mal so zumacht mit den Eulen, finde ich auch wirklich niedlich. Es gab mehrere Varianten von diesem, ich glaube von I Am und Six ist der Kalender. Sehr schön. Und was wäre Weihnachten ohne Adventskalender? Daher bin ich froh, dass ich einen bekommen habe und freue mich jeden Tag aufs Neue, ihn aufzumachen. Ja, ich habe natürlich im Winter nicht nur kalte Füße, ich habe auch sehr, sehr oft kalte Hände. Die sehen ja auch immer sehr mitgenommen aus, daher ja auch die Handcreme in der vorherigen Empfehlung. Und ja, ich habe ein paar Handschuhe, nun von Ralph Lauren, sehr cool. Und zwar sind das Lederhandschuhe. Ihr kennt ja vielleicht so meinen Kleidungsstil von meinem Blog, und da passen Lederhandschuhe einfach zu fast jedem Outfit. Und ja, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, irgendwie schöne Handschuhe zu finden. Man möchte ja nicht wie diese Kinderhandschuhe diese fetten Dinger anziehen, die aber natürlich wirklich warm halten. Und daher habe ich mich für Lederhandschuhe entschieden in diesem Jahr. Die sind schwarz und sehen so aus. Sind sehr schick, lassen sich schön auf dem Weihnachtsmarkt tragen, zu jedem Outfit kombinieren. Ich fahre ja nächste Woche auch nach London, da werde ich die sicherlich auch brauchen können. Und vor allem sind die halt nicht so dick, das heißt, man kann damit noch schön greifen, ist nicht so eingeschränkt in der Beweglichkeit. Und ja, das sind eben meine diesjährigen Winterhandschuhe, würde ich sagen. Nun habe ich noch ein paar Kleidungsstücke für euch. Und zwar einmal einen ganz, ganz tollen weichen Schal, den ich mir bei H&M gekauft habe. Das ist dieser hier. Der ist eben grau, weiß, schwarz und wirklich sehr, sehr weich und kuschelig. Er ist auch sehr lang und sehr breit. Das heißt, er lässt sich richtig schön wickeln und passt auch zu fast jedem Outfit. Deswegen habe ich auch diese Farben gewählt, weil es einfach sich gut kombinieren lässt und schlicht ist. Man ist nicht eingeschränkt, wenn man sich diesen Schal zulegt. Und ja, ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Fühlt mich bisher auch toll durch den Winter und ich bin ganz froh, dass ich mir den gekauft habe und somit nicht mehr frieren muss am Hals. Ja, ein weiteres Winteraccessoire, was ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen könnt, deswegen habe ich das nochmal getragen, gefilmt, ist hier dieser Mantel von Lila. Das ist eben ein grauer, langer Mantel, den ich sehr, sehr schön finde, auch schon ganz oft anhatte, auch schon viele Outfits damit geshootet habe. Und ja, der ist ein super Winterbegleiter. Ich bin sehr froh, dass ich den habe, und der hält auch richtig gut warm, obwohl er gar nicht mal so dick ist, wie man ja hier sieht. Lässt sich auch toll zu ganz vielen Outfits kombinieren, also sowohl mit Sneakers zum Beispiel, mit hohen Schuhen, also mit Heels, mit Chelsea Boots. Ist jedes Outfit eigentlich denkbar. Ja, auch mit dem Schal passt er sehr gut zusammen. Ja, ein guter Kauf, würde ich sagen. Und nun zu guter Letzt habe ich hier noch einen
Duft, und zwar meinen winterlichen Lieblingsduft, könnte man sagen. Das ist von Dolce & Gabbana Duo in Essence. Sieht auch schon sehr stylisch aus, wenn man den so hinstellt und so, aber das macht natürlich einen Duft nicht aus. Daher würde ich euch den Duft noch ein bisschen beschreiben, was natürlich auch am besten geht, wenn man ihn gerade noch mal riecht. Ja, es ist eben so, dass der Duft nicht süßlich ist. Er ist eher herb, jetzt nicht so unbedingt wie Männerdüfte, aber schon sinnlich. Das heißt, eben guter Duft, also etwas schwererer Duft für den Winter. Nichts Blumiges oder so, also zumindest riecht es für mich nicht so. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt da an ein Outfit denke, irgendwie ein Abendkleid, eine schöne Robe oder irgendwas Schickes, eben perfekt für Weihnachten und Silvester, was zum Ausgehen eben. Also, ja. Wenn man schon mal Festivitäten hat, ist das ja um Weihnachten und Silvester herum, daher der perfekte Duft für diese Zeit. Und wo wir schon bei Düften sind, kommen wir jetzt auch gleich zu der Verlosung, die für euch ja am Ende ansteht. Ihr könnt bei mir zwei ganz tolle Duftsets gewinnen. Die wurden mir von Flaconi bereitgestellt, und zwar gibt es einmal ein Set für die Herren und einmal für die Damen. Und für die Damen ist diesen Duft hier von Marc Jacobs, Decadence. Der ist natürlich noch original verpackt, den habe ich noch nicht aufgemacht, habe mir aber im Internet natürlich angeguckt, und das ist richtig, richtig toll verpackt. Soll ein total toller, gehypter Duft sein, also ja, den könnt ihr gewinnen. Und obendrauf, wenn ihr diesen Duft gewinnt, gibt es noch einen 50-Euro-Gutschein für Flaconi obendrauf. Das ist Set 1. Gewinnen könnt ihr das übrigens auf meinem Blog, kiamisu.de. Den Link für die Verlosung schreibe ich euch in die Infobox rein. Und das zweite Set ist für den Herren dieser Duft hier von Hugo Boss Descent. Der sieht so aus, natürlich auch noch original verpackt, den habe ich noch nicht getestet, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Und dazu gibt es auch einen 50-Euro-Gutschein für flaconi.de. Also wenn ihr noch ein Geschenk sucht für euren Vater, für euren Freund, für euren Bruder, dann macht einfach mit. Wie gesagt, Link zu dem Gewinnspiel ist in der Infobox, ist auf meinem Blog. Und ja, das ist das, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt noch bis zum Sonntagabend mitmachen dieser Woche. Das Datum steht natürlich auch in der Infobox drin. Und wenn ihr Lust habt, noch an mehr Gewinnspielen teilzunehmen, dann schaut bei Andrea vorbei und schaut bei Claudia vorbei. Die beiden haben auch ganz tolle Gewinnspiele reingestellt bei YouTube und eben auf ihrem Blog. Und ja, eben perfekt für Weihnachten. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Favoritenvideos möchtet, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich würde das gerne machen. Das macht mir Spaß. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Und natürlich ist Weihnachten ja auch nichts ohne den richtigen Weihnachtskasti, ne? Schau mal, Kasti. Schön ist er, ne? Der Weihnachtskasti. Und wir sagen euch tschüss und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vergesst die Gewinnspiele nicht, ne, Kasti? Uiuiui. Okay.